Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play und zu meinem ersten Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Quatsch, mit Let's Play Ben. So würde das dann wohl klingen, wenn ich mit dem aktuellen Stand und dem aktuellen Können mein erstes Let's Play überhaupt auf YouTube begonnen hätte. So wäre das Opening, die Begrüßung für meinen ersten regulären Part, mein erstes Video auf YouTube gewesen. Ja, 2018 ist es jetzt soweit. Wir machen ein Let's Play again zu dem 2016er Pokémon Y Let's Play von mir zu meinem ersten großen Projekt auf Zwergenfürst LP, zu meinem ersten überhaupt. Bong, 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 bong. Pokémon Y, in welcher Sprache starten? Nehmen wir doch Koreanisch. Was für ein Witz. Das war doch vielleicht ein großartiger Witz. Ein erster Witz, mit dem ich in meinem ersten Video begonnen habe am 27.02.2016. Wir spielen es natürlich in Deutsch. Auf geht's. Spiel starten. Und damit nochmal ordentlich seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim zu einem, na, kann man es neu nennen, naja, wir nennen es mal neu, einem neuen Projekt, zu einem Let's Play Again mit dem Zwergenfürst Pokémon Y. Mein Name ist Platon, ich arbeite in der Kalos-Region als Pokémon-Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. Die Pokémon sind rätselhafte Lebewesen, man findet sie überall auf dem Globus. Manche von ihnen leben auf dem Land, andere in der Luft und andere im Wasser. Die Pokémon und die Menschen helfen einander, wo es geht, und leben in Eintracht miteinander. Aber sag mal, bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Junge oder Mädchen? Da muss ich mal ein bisschen überlegen, wenn ich so an mir herabgucke. Bin mir relativ sicher. Ja. Aber was ist das für eine Auswahl? Das ist Junge oder Mädchen und was ist, wenn ich Conchita Wurst bin? Ja. Den Witz, das war der nächste Witz in meinem ersten Projekt. In meinem ersten Pokémon Y. Es lohnt sich einfach, das anzugucken, auch wenn es eine grottenschlechte Qualität hat. Es war einfach, waren halt meine Anfänge. Mein erstes Video auf YouTube, ja, das könnt ihr euch vorstellen, wie schlecht das war. Heute mit einer hervorragenden Qualität, naja, mit einer hervorragenden Qualität für meine Verhältnisse. Also aktuell die beste Qualität, die ich auf meinem Kanal zu bieten habe. Ja, besser gemacht als beim ersten Mal, quasi die Wiedergutmachung.
So, und ich würde es dazu tendieren, eigentlich das Mädchen zu spielen, weil die hat in Pokémon Y massiv viel Vorteil. Also da kannst du viele Klamotten mehr kriegen als beim Jungen. In Pokémon Ultramond und Ultrasonne und Sonne und Mond ist das ein bisschen anders. Da hast du auch als Junge einiges an Auswahl, aber in Pokémon Y ist das wirklich... Ist als Mädchen wirklich die Vorteile in Sachen Kleidungsauswahl und so weiter und Charaktergestaltung. Also, ja, ich müsste eigentlich wegen den guten alten Zeiten den Jungen nehmen, aber ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt eine kleine Werbepause und danach geht's weiter und dann... Ah, Hogwarts? Ich sehe schon. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus. Die weltweit beste Auswahl an Nerd- und Fanartikeln. Elbenwald.de. Fantastisch einkaufen. Was nehme ich? Kann mir jemand diese Entscheidung abnehmen? Ich mache die Augen zu und klicke auf irgendwas. Na und? Macht gar keinen Sinn, weil ich hin und her scrolle. Okay, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Okay, ich nehme jetzt das hier. Ah, ein Mädchen. Wie schön. Blonde Haare für die Zwergfee. So goldblonde Haare. Oder schwarze Haare. Die Zwergfee. Ja, die entsteht jetzt hier. Ich würde sagen, wir beginnen mit diesem Blond hier, weil man kann es ja noch färben, also nach der Hautfarbe geht es ja jetzt hier eigentlich, weil das andere kann man alles später ändern. Die Hautfarbe ist jetzt hier eigentlich das Wichtigste. Also nehmen wir mal ausnahmsweise die hier, auch wenn sie hässlich aussieht. Machen wir das. Wir können es ja später ändern. Aha, verstehe. Und wie lautet dein Name? Der ist natürlich... Diesmal Zwergenfee, weil ich den weiblichen Charakter spiele. Wie man das Spiel kennt, ist das sowieso bald für die Katz, aber was soll das? Zwergenfee heißt du also, das ist richtig? Ja, das ist richtig. Starten wir mit dieser Figur, Zwergenfee. Was für ein toller Name. Zwergenfee, in wenigen Augenblicken wirst du die Kalos-Region bereisen, lernen dort allerlei Pokémon kennen und Menschen, das ist immer noch viel zu schnell. Und meine Lieblingssequenz im ganzen Spiel überhaupt. Ja, irgendwie schon. Pink! Es ist alles pink! Hui! Was für ein Rassismus, was für ein Klischee-Denken hier. Nur weil das ein Mädchen ist, muss das auf pink stehen. Ja gut, Und sie hat ein Tagebuch in der Hand. Und das ist das ein 3DS mit Pikachu-Hülle. Aha, ich im Pyjama. Auch schön. Ja, sitzen wir uns direkt am PC, so gehört sich's. Zwangfee sieht sich den Laptop an, den sie von ihrem Vater bekommen hat. Abenteuerregel Nummer 1, drücke den X-Knopf, um das Menü zu öffnen. Abenteuerregel Nummer 2, wähle Speichern, um dein Spiel zu sichern. Ja, hervorragend. Und das ist eine Wii U? Hervorragend. Da steht eine Wii U-Konsole. Das Gamepad hat einen eigenen Bildschirm. Wow, der Wahnsinn. Ist ja was ganz Neues hier. Ein violetter Schrank. Schön, schön. Och, sehe ich hübsch aus. Schaut euch das mal an. Hier im Spiegel mal sich ein bisschen beobachten. Sieht das nicht toll aus? Zwangfee betrachtet sich im Spiegel. Wenn wir schon mal bei Klischees sind, können wir auch bei Klischees bleiben. Futsch, futsch, futsch. Hat sie sich schon umgezogen. Und hat sich geschwind umgezogen. Ja, das meinte ich. Ich sah ein Pyjama aber besser aus. Du hast junges Publikum, Zwergi. Nein, das ist ein Pokémon-Spiel. Aus. So, da unten ist Mami. Die Mutter kommt. Guten Morgen, Zwergfee. Du hast geschlafen wie ein Stein.
hast du dich vom Umzug erholt? Es wird Zeit, dass du etwas frische Luft schnappst. Wie wäre es, wenn du unsere neuen Nachbarn begrüßen gehst? Zum Glück habe ich jetzt hier nicht die 15 Minuten Trennung, die ich bei meinem ersten Video auf YouTube dann doch schon noch hatte. Warum auch immer. Eine Dokumentation über ein Mädchen, das eine Verletzung übersteht und im großen Rennen zusammen mit seinem Rierhorn sein Bestes gibt. Und das ist unser Haustier. Trinidad. Ein Kamin, da können wir uns ein bisschen wärmen dran. Wir können uns gleich auf die Couch sitzen und ein bisschen Fernsehen gucken. Aber wir wollen aufbrechen, wir wollen nicht auf Inselwanderschaft, aber auf große Wanderschaft gehen. Unter Mamas Bett. Ich setze mich gleich mal drauf. Schön, dass Mama ein eigenes Zimmer hat und nicht bei mir im Bett schläft. Wie sonst in den Spielen. Das auch mal hier angemerkt. Und raus geht's. An der frische Luft. Und was sehe ich da? Wen sehe ich da? Wenn das nicht Kalem ist. Von dem habe ich gehört. Hallo? Ich bin Kalem. Ich wohne gleich nebenan. Und ich bin Senna. Schön, dich kennenzulernen. Wir sind hier, um dir eine Nachricht zu überbringen. In der Kalos-Region gibt es einen berühmten Pokémon-Professor namens Platan. Er hat uns drei und zwei weitere Kinder für einen besonderen Auftrag auserkoren. Woher er dich kennt, obwohl du doch gerade erst nach Eskissia gezogen bist, ist uns aber ehrlich gesagt schleierhaft. Aber das finden wir schon noch heraus. Gehen wir erstmal ins Nachbarstädtchen. Dort bekommen wir angeblich Pokémon. Also los, die letzten beißen die Lockliff. Ja. Mich hat noch kein Yorkliff gebissen, obwohl ich immer zu spät komme. Der bewegt sich nicht. Beweg dich! Beweg dich! Tu etwas! Wie Dudley Dursley in Harry Potter Teil 1. Wir erkunden aber erstmal gekonnt und ganz in Ruhe die Stadt hier, Eskissia, bevor wir mal aufbrechen. Haus von Kalem. Ah! Das Haus von Kalem. Dann beißen uns halt die Yorkliffs. Ein eigenes Pokémon wäre schon toll. Dann könnte ich überall hinreisen. Tja, dann besorgt ihr doch eins vom Professor. Ach so, der gibt ja nur bestimmten Leuten ein Pokémon. Aha. Und das ist die Mutter von Kalem. Das haben wir im ersten Let's Play nicht gemacht. Da sind wir nicht reingegangen. Da bin ich genauer gesagt noch nie reingegangen. Denn dieses Haus kenne ich noch ja nicht. In allen 500 Mal gefühlt, ich das durchgespielt habe, war ich hier in diesem Haus noch nie. Oh, du bist doch das Mädchen von dem Mann. Willkommen in Eskissia. Ich habe einen Sohn in dem Alter. Sein Name ist Kalem. Ich hoffe, ihr werdet euch gut verstehen. Ja, den habe ich schon kennengelernt. Der hat mir guten Morgen gesagt. Der hat mich schon begrüßt. Also sein Zimmer sieht auch ganz hübsch aus. Also sieht hübsch aus als mein pinkes Zeug. Auch ein Spiegel. So. Den Fernseher hat er auch in seinem Zimmer. Boah, die Glücklichen haben Fernseher in ihrem Zimmer. Ich hätte auch gerne Fernseher in meinem Zimmer. Ganz viel Krabs, was im Fernsehen läuft. Kommt eh nur Scheiß. Ja, aber mal ein bisschen die Serien zu gucken, das wäre doch auch mal schön. Weiter Fernsehen? Nö. Kennen wir aus dem 100-Abo-Special? Nein, es wird nicht weiter Fernsehen gesehen. Jo, da sind wir wieder draußen. Wir schauen uns trotzdem noch ein bisschen um. Wir sind bestimmt schon in der nächsten Stadt, aber wir machen hier noch was. Wir erkunden das ordentlich. Wir sehen hier jede Ecke von dem Spiel. Nicht so wie im ersten Projekt hier. Es muss alles ordentlich erkundet werden. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Dank der neuesten Kommunikationstechnik können wir inzwischen jederzeit rund um den Globus nach Leuten suchen, um gleichzeitig miteinander zu spielen. Ja, nicht wie früher mit den Link-Kabeln, sondern jetzt mit modernster Technik. Was haben wir hier? Haus von der anderen. Eskissia ist schon ein schöner Fleck der Erde. Aber in der Kalos-Region gibt es angeblich noch jede Menge andere schwer sehenswerter Städte. Wenn ich groß bin, mache ich eine Reise, um sie alle zu besuchen. Dann mach das mal. Wer wohnt hier? Haben wir hier kein Aushängeschild?
Ich war im Freien, oder was? Los, treib mal ein! Wenn das, was du an deinen Füßen trägst, mal kein Turbo-Treter sind, das erinnert mich an eine Melodie aus der Fernsehwerbung. Los, 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 ein Knopfdruck auf B und ab geht's die Soße, juche! Ja, so ungefähr. Wenn er so weit ist, werde ich auch meinen Sohn einen Pokémon anvertrauen. Denn wer auf Reisen geht, erfährt auch mehr über sich selbst und reift zu seinem Erwachsenen heran. Ich dachte, das macht der Professor. Oder kannst du das auch machen? Und da rennt jemand im Kreis. Rennt jemand panisch im Kreis. Genau so. Irgendjemand ist total groß. Ich würde gern wissen, wie es kämpft. Nicht sehr groß. Es kämpft nicht sehr groß. Ist zwar groß, aber kämpft nicht sehr groß. Mein Kleiner ist völlig vernarrt in das Rehhorn, das deine Mutter mitgebracht hat. Pass auf, dass es dir nicht wegklaut. Es sind eben die kleinen Dinge, die in Kindern die Begeisterung für das Trainerdasein entfachen. Ja, doch die haben ein Bett. Moment, warte, das sind zwei Personen hier oben und zwei Personen da unten. Da ist hier wieder das Bettenproblem. Und wo schlafen die denn? Die haben nur ein Bett im Haus. Aber hier mindestens vier Personen. Tja, da denkt man mal, das wäre geregelt mit meinem Haus, wo ich und meine Mutter drin schlafen. Jeder hat ein Bett. Und was übrigens mit dem Vater passiert ist, das erfährt man nie in Pokémon-Spielen. Ist wohl frühzeitig gestorben oder was. Und hier die kurze Strecke in die nächste Stadt ist sehr, sehr klein. Aquarellia, da sind wir schon. Hey, Zwerfi, hier rüben sind wir. Aha, dann gehen wir mal hier rüben. Wir haben gerade von dir gesprochen. Ach so, das ist sie. Komm, setz dich zu uns. Erkennt man an der Farbe. Da wären wir also Zwergfee. Das ist der vereinbarte Treffpunkt. Darf ich vorstellen? Das ist Zwergfee. Du hast das. Du bist dort also. Sonja hat schon von dir erzählt. Zwergfee kennst die Hälfte von uns noch gar nicht. Ich stelle ihr besser mal erstmal alle vor. Das hier ist Tirino. Er liebt imposante Tänze. Das ist Truovato, ein Meisterhirn, das bei jedem Test die volle Punktzahl abräumt, aber trotzdem sehr bescheiden ist. Schön, euch Kinder zu lernen. Was haltet ihr davon, wenn wir dem neuen Mitglied unserer kleinen Gruppe einen Spitznamen geben? Wie findet ihr das zum Beispiel mit Ladysaat? Nix da! Ich habe eine viel bessere Idee. Mini-Sat passt viel besser zu ihr. Turbito, hast du auch einen Vorschlag? Was? Nicht so einem wild fremden Menschen einen Spitznamen geben? Aber gut, wenn ihr darauf besteht, wie wäre es denn mit Madame Set? Fragen wir am besten die, die später mit dem Spitznamen nehmen muss. Nee-Set, Lady-Set, Madame-Set. Selbstbestimmt. Lady Zed klingt doch schön, oder? Ihr könnt mich ruhig Zwergi nennen. Sowohl männlich als auch weiblich. Und sonst ärgere ich mich noch das Rest des Abenteuers darüber, blau und grün, dass ich das falsch geschrieben habe. Du willst also Zwergi genannt werden? Von mir aus. Schön, Zwergi. Ist der perfekte Spitzname für dich. Wir werden uns bestimmt gut verstehen. Also nenne ich dich ab jetzt einfach so. Und dein Name, der eigentlich dein Name ist, ist jetzt völlig egal. So werde ich nie wieder einer nennen. Aber jetzt spannen uns nicht länger auf die Folter, Tirino. Zeig uns endlich die Pokémon, die unsere zukünftigen Gefährten werden sollen. Halt, Moment, warte. Wir haben drei Starter-Pokémon. Zählt mal die Leute, die am Tisch sind. Ach so, kann ja sein, dass Tirino und der liebe Tomato Tomato keinen abkriegt, oder? Wie war es? Also Tirino, der kämpft sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie das geregelt wird. Naja. Mach ich doch sofort. Tomato Tomato und ich haben schon Pokémon vor. Trotzdem bin ich irgendwie neidisch auf euch drei. Jetzt kriegen die zwei keine ab, sondern nur wir drei. Also. In der Tat. Das kleine, mögliche Mädchen nutzt das kleine nervige Balk und ja, ich und Kalem. Da haben wir die drei Pokémon hier zur Auswahl. Das Feuer-Pokémon Phoenix, das Wasser-Pokémon Froxy
Und das Pflanzen-Pokémon Igamaro. Ja, was ich wohl nehme. Das seht ihr im nächsten Part. Nein, diesmal nicht. Das werde ich heute noch auswählen. Das Feuer-Pokémon 5, das nehmen wir natürlich. Ja, Feuer-Pokémon ist bei mir immer so. Bis auf den Pokémon Ultra-Mode, also in den Ultra- und Spezialeditionen mache ich da irgendwas anderes, aber in den generellen Editionen nehme ich immer Feuer-Pokémon. Ist doch klar, was denn sonst? Genommen. Phynx erhalten! Möchtest du den Pokémon für das... Achso, das ist sie wieder. Ja, das fällt mir auch schon wieder schwer. Möchtest du den Pokémon, für das du dich entschieden hast, einen Spitznamen geben? Ja. Jetzt. So, die guten alten Zeiten zuliebe, habe ich jetzt natürlich Markus genannt. Wer mein erstes Let's Play kennt, der weiß auch, wie das damals hieß. Ja, Markus. Angelehnt an den lieben Let's Play Markus, der natürlich mein Vorbild war. Und ist, weswegen ich mit YouTube angefangen habe. Let's Play Markus ist dran schuld. Ja, genau so macht man das. Genau so ist es. Let's Play Markus ist an meinem ersten Video schuld, dass das so schlecht geworden ist. Nicht ich selbst. Nein, ich doch nicht. Ich bin niemals schuld. Nein. Das war Let's Play Markus. Weil er YouTube-Videos macht, bin ich auf die doofe Idee gekommen, mit YouTube anzufangen. Gebt ihm die Schuld. Genau. Bist du mit dem Namen Markus als Spitzname zufrieden? Natürlich. Na schön, ich hätte gern Igamaro zum Gefährten. Hui, wir geben gleich ein süßes Team ab. Wir haben uns jetzt gerade einen Zuckerschock. Gestatten, ich und Kanem, nett dich kennenzulernen, Froxy. Jetzt sind wir alle waschechte Pokémon-Trainer, wenn das mal kein Grund zu feiern ist. Ach, bevor ich es vergesse, ich habe auch noch etwas für euch. Dieses nützliche Gerät wird euch dabei helfen, eure Wissen über Pokémon zu vertiefen. Zangfee erhält einen Pokédex. Der Pokédex, den ich euch gerade überreicht habe, ist ein hochmodernes Forschungsgerät. Er legt automatisch für jedes Pokémon, dem ihr begegnet, einen Eintrag an. Zu eurer Information, der Pokémon Pokédex erwartet, dass wir, der Pokémon-Professor erwartet, dass wir mit unseren Pokémon auf Reisen gehen und dann den Pokédex vervollständigen. Mit anderen Worten, der Professor hat uns eine sehr wichtige Mission aufgetragen und anvertraut. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Machen wir aber in jedem Abenteuer. Wir haben noch nie irgendwie den Pokédex gefüllt, also ja, sein haben wir es nie geschafft. Mach dich mal locker, Tomato Tomato. Arbeit muss nicht immer vor dem Vergnügen kommen. Zwergi, schau mal her. Das ist ein Brief von Professor. Er hat ihn an deine Mutter adressiert. Zwergi erhält den Brief von Professor. Ja. Professor Platan wird sich sicher freuen, dass die Übergabe so glatt gegangen ist. Wir machen uns jetzt auf die Suche der neuen Pokémon für unser Team und den Pokédex. Die Übergabe, das klingt ziemlich falsch. Wir wurden aus allen Kindern der Kalos-Region auserwählt, ausgerüstet mit einem Pokémon und meinen Pokédex auf Abenteuerreise zu gehen. Aber bevor es soweit ist, solltest du deiner Mutter diesen Brief überreichen. Machen wir das doch glatt. Aber erst im nächsten Part. Für diesen Part machen wir hier erstmal Schluss. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben, lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verpassen wollt. Bis zum nächsten Part. Ich wünsche euch noch was. Haut drinne. Ciao, ciao. Man sieht sich. Yeah.